Es geht wieder los mit der Pimmelbahn. Go vacation auf der Switch! Okay, das gebe ich jetzt raus. Wie mache ich das? Ich will von unten nach oben diesmal machen. Wo haben wir denn eine Schatztruhe? Da haben wir eine Schatztruhe. Welches ist denn das? Das ist da. Ich schau mal kurz hin, wo das ist. Mit dem Schneemobil natürlich. Ich muss das Schirren hier. Bringt es mir was? Eigentlich nicht, oder? Nee, es bringt mir nichts. Okay, gut. Für die erste Schatztruhe geht jetzt Wegpunkt Nummer 3. Nein, nicht 13, nicht Fisch. Für die erste Schatztruhe geht jetzt Wegpunkt Nummer 6 mit dem Schneemobil. Ich würde also ein Schneemobil machen, wenn man auch nach oben fahren kann. Und es eigentlich am allerentspanntesten ist, aber wir geben jetzt einfach hier Gas. So. Dann hier nach unten fliegen, beziehungsweise hier runterfahren. Und dann sehen wir gleich, was da unten uns erwarten wird. Boah, diese Scheiße. Alter, ich konnte kotzen, Alter. Warte, aber erstmal möchte ich Steuerung ändern. Ändern, ja, bitte hier. Ja. Passt jetzt? Kurbelchecker, nein, fahren, springen, ZR springen. Ihr habt auch Hunger, oder was? Okay. Für die Schatztruhe geht jetzt Wegpunkt Nummer 6 mit dem Schneemobil. Und nun fahren. Junge, jetzt willst du mich abfacken! Kotoriel! Danke! Für die erste Schatztruhe geht jetzt Wegpunkt Nummer 6 mit dem Schneemobil. Und wir fahren jetzt hier nicht auf die Zwillingsalkonda, sondern links vorbei hier eben nach unten. Und dann seht ihr, was ganz toll ist. Hier geht es ganz steil runter, also aufpassen, dass ihr nicht alles rammt. Und dann fahren wir an diesen beiden Skifahrern vorbei, oder dem Skifahrer und dem Snowboarder. Und da unten ist ein großer Eissee, aber der interessiert uns nicht, denn wir fahren rechts hier vorbei. Hier gibt es auch noch was zu essen. Aber das Wichtige ist, Schatztruhe beim Hotel Yantail. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber hier ist auf jeden Fall ein Hotel. So, dann steigen wir mal schön ab und holen uns diese Schatztruhe. Ignoriert mal die ganzen Einblendungen, ich will es nicht nochmal machen. Doch, mach ich. Gott, ich hasse es. Warte, ich darf aber nicht zur Schatztruhe schauen, sondern weg. Für die erste Schatztruhe geht jetzt Wegpunkt Nummer 6 mit dem Schneemobil. Schneeläufen, Bruder. Obwohl. Nee, mach Schneemobil zusammen. Für die erste Schatztruhe geht jetzt Wegpunkt Nummer 6 mit dem Schneemobil. Und wir müssen nicht genau auf die Zwillingsalkonda, sondern. Schatztruhen. Bei der Sonne. Beim Bären ist ein. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich probiere es einfach mal aus. Machen wir das einfach. Für die zweite Schatztruhe geht es Wegpunkt Nummer 5 mit dem. Kacke. Mit bitte. So, warte, ich mache mal kurz ein Foto von den Hasen, das ist Outtakes und so weiter, aber die Hasen sind. Ups, Alter. Die sind gerade so süß. Schneehasi. Passt. So, fahren wir raus. Und dann brumm brumm. Okay. The next one. Fuchsbau, würde ich sagen. Von unten. Von unten. Vielleicht dazu geht jetzt Wegpunkt Nummer 3 mit dem Schneemobil. Und das allererste, was ihr machen müsst, ist hier nach links fahren. Hier auf diese Piste. Also in die falsche Richtung fahren, aber das dürfen wir ja. Wir sind im Schneemobil unterwegs. Und nun fahrt ihr nicht hier links auf der großen Piste weiter. Oder doch tut ihr. Okay. Ich schau mal kurz, wo es ist. Da vorne rechts, oder? Wo ist das? Hier rechts, okay, passt. Für die vierte Schatztruhe geht jetzt Wegpunkt. Warte, eins, zwei, drei. Okay, jetzt haben wir vier Stück. Die fünfte, eine ist. Wo ist das eine?
Da ist eine. Wir haben jetzt vier Stück. Ja. Da ist eine, da ist eine. Da ist eine. Eine brauchen wir noch. Wo ist die letzte? Auf dem Ding. Ich würde mal sagen, machen wir den Neuner erstmal. Was ist jetzt die fünfte, oder? Ja, fünfte. Also ich hatte jetzt bisher den da unten am Hotel, dann unter der Sonne und den hier. Warte, nein, vier hatte ich. Ein, das hier, das hier und das hier. Also vier, darum fünf. Für nächste Straße zurück geht der Wegpunkt Nummer 9. Hopp, für nächsten Wegpunkt. Für nächste Straße gibt es Wegpunkt Nummer 9 mit dem Schneemobil. Und die Seite ist im Sonnenblumenbereich. Ich kann nicht reden. Für nächste Straße zurück geht jetzt Wegpunkt Nummer 9 mit dem Schneemobil. Und ihr fahrt hier entlang, aber haltet euch links. Also ihr fahrt in diesen riesigen Stein, den ihr vorne seht, an der linken Seite vorbei. Bei rechts gibt es einen riesengroßen Sprung. Warte, ich bin falsch. Ich bin echt falsch. Ja, hoch muss ich. Okay, dann muss ich hier eine Karte nehmen. Nochmal hier kurz gucken. Muss ich zurückfahren, oder? Muss ich lernen? What? Okay, ich bin zu hoch. Ich muss von oben an. Dann machen wir erst hier den hier. Aber ich weiß nicht, wo ist der andere? Wo ist noch ein Sch. Ich bin gerade echt verwirrt. Also, da ist einer im Schneeresort. Dann ist hier noch irgendwo einer. Also hier ist der. Auf der Tigerzahnpiste nicht irgendwo noch einer? Könnte durchaus sein. Irgendwie glaube ich es auch nicht. Auf der Zwillingsanaconda, glaube ich, kenne ich nur einen. Kann das sein? Wenn ich jetzt hier im Schnee runter ruse, genau, ich ruse runter. Ich kann gut Deutsch. Diese Quackgeräusche finde ich echt komisch. Links oder rechts, ich glaube hier lang, oder? Jo, passt, oder? Glaube. Jo, passt. Hier müsste noch eine sein, glaube ich. Nee, hier ist keine. Ach, da. Ist da eine? Weiß ich gerade gar nicht auswendig. Weiß ich gerade gar nicht auswendig. Mal kurz checken, was ist das für Viecher? Wölfe. Okay, mal Foto machen. Bei Wolfies. So, dann weiterfahren. So. Junge, was ist denn hier ab, Alter? So. So, Gott, springen! Spring doch! Uiuiui, das war heftig. Ist da jetzt auch einer auf der anderen Seite? Hoffe, das ist kein Goldener, aber ich glaube, das ist ein Goldener, kann das sein? Ne, der ist gar kein Goldener. Ah, Kacke. Absteigen, absteigen. Upsala, X. Falsche Taste. Okay, ich gehe einfach easy hoch, okay. Ist ja nice. Ist hier eine Schatztruhe? Hier war auch keine, okay. Was sieht man denn da unten? Lol, was sind das da unten? Das ist Berg. Was ist denn das für ein Resort? Was ist das? Was ist das? Was ist das für eine Insel da unten?
I don't know, okay. Egal, jetzt erstmal schauen wir noch was fürs. Junge, wo ist noch was? Also ich kenne alle, so ist es nicht, aber ich bin stehe gerade vor dem Schlauch. Ich sag mal, ich erstmal die hier. Kosmosbereich. Von oben gibt's die da. Ich weiß ja nicht, wie viel ich gerade habe. Das verwirrt mich gerade. Also ich hatte auf jeden Fall den hier. Das war eins. Dann hatte ich. Ist hier noch einen? Nein. Hatte ich zwei. Oder war hier. Doch, war hier nicht noch eine? Doch, da war noch eine, oder? Jetzt bin ich aber halt mit dem Teil. Das ist gerade nicht so geil. Ich glaube, da oben war noch eine. Kann das sein? Gehe ich mal zu 13. Mit dem Schirbel. War da nicht eine? Ich bin gerade ein bisschen unsicher. Hier so ein Rentierteil. War da links nicht noch einer bei diesem Häuschen? Oder? Nee, das war nicht da. What the fuck? Gehen wir doch lieber hier hin. Fahr mal da. Junge, was mache ich hier? Alter, was ist hier los? Steig mal ab, bitte. Absteigen, Bruder. Sehe wohl Vögel, ich höre Vögel, egal. Ich glaube, es sind diese Vögel. What? Kleiner Hügel nach Sprung. Ja. Ja, da habe ich alle. Es gibt ja nur sieben. Wisst ihr was? Mari ist dumm und scheiße, ja. Er hat acht gezählt. Junge, wieso komme ich auf acht Schatztruhen, bitte? Egal, ich habe natürlich nur noch drei zu zeigen. Und zwar den da und den da. Okay. Für diese Schatztruhe. Na, egal. Ja, das war ein Port von GoVacation für die Switch. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Drum sage ich jetzt Ciao!